der mit ihr redete: Du bist Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Es ist ein Brunnen des Lebendigen. Herr, da wo du bist, da ist Leben, da ist Hoffnung. Herr, wir haben das heute ausgebetet, wir haben heute darum gerungen, Herr, um dieses Leben von dir und haben deine Größe erhoben, Herr, und wir wollen das neu bekennen. Du bist der Gott des Lebens, du bist der Gott, der mich sieht, der jeden Einzelnen sieht, der das Herz jedes einzelnen Menschen kennt, der die Herzen der Nationen kennt. Und du bist die Quelle des Lebendigen, Jesus. Wenn du nur ein Wort sprichst, geschieht es. Und dafür preisen wir dich, dafür ehren wir dich. Du bist der Gott, der mich sieht. Halleluja.